Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. Wir sind an eben gleicher Stelle wie im letzten Video, zu Ende des letzten Videos. Es war ein bisschen arg sterbelastig im letzten Video, das gebe ich zu. Ziemlich oft von den Ratten erledigt worden. Trotz, dass wir inzwischen eine besondere Fähigkeit erlernt haben, beziehungsweise festgestellt haben, dass wir sie haben, nämlich, dass wir Ratten kontrollieren können. Leider haben wir es nicht geschafft, sie so gut zu kontrollieren, dass sie uns in Ruhe gelassen, also dass sie uns komplett in Ruhe gelassen haben. Das mag daran gelegen haben, glaube ich, dass wir sie dann doch ein Stückchen zu nah an uns rangelassen haben. Also ich glaube, so dieser rote Bereich, so nah sollten sie nicht ran. Also da ist gut zum Beispiel, da ist jetzt nicht rot, aber sobald es rot wird und wir sie dann auch noch mit R2 quasi gesammelt haben, dann locken wir die im Prinzip nur auf uns selber. Dann schnuppern die uns doch und denken sich, eigentlich sind die ja doch ganz lecker. Dann machen wir die auch gleich weg, die zwei Leutchen, ne? Ja, jetzt geht es hier darum, erstmal hier ja aus der Bastion rauszukommen. Wir sind meines Erachtens auch nicht mehr weit davon entfernt. Allerdings bin ich mir jetzt hier an dieser Stelle noch nicht ganz sicher, wie wir hier jetzt durchkommen sollen. Denn sobald wir sie aufs Licht führen, die Viecher, dann lassen die sich da nicht reindrücken. Dann gehen die trotzdem auf uns los. Aber ich sehe momentan auch keine andere Möglichkeit, ehrlich gesagt. Mach das mal ganz langsam hier, dass wir auch so einigermaßen noch Kontrolle haben. Und sehen. Ja, also da in die Ecke gedrängt, das scheint eine ganz gute Idee zu sein. Ja, also. Ja, also auch in der Hinsicht geht es genauso weiter wie im letzten Video. Haben Sie mit diesen Ratten vor? Ja. Das ist nun sehr interessant. Vielleicht bringe ich sie auch unter den Holzwagen. Vielleicht geht das. Ja. Nee, doch. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, sieht gut aus. Nach wie vor nicht zu nah an uns ranlassen. Ah, hier sind schon die Nächsten. Das ist ja jetzt doof. Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde bist. Ich fühle mich auch seltsam. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Meine beiden Zeigefinger, die ganze Zeit auf den Schultertasten liegen. So, hier haben wir ja Licht, hier dürfte eigentlich nichts passieren. Haben wir hier oben Viehzeug? Ja, haben wir. Puh, ist das überhaupt die richtige Richtung? Ich glaube ja. Immer schön auf Abstand halten. Unsere Armee des Todes. Sofern sie sich denn auf Abstand halten lassen. Also hier müssen wir sie, glaube ich, da um die Ecke drängen. Ja, gut, gut läuft's, genauso will ich das. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das dem Hugo auf Dauer gut tut, diese ganze Rattenkontrolliererei. Mama, warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Das sieht gut aus, die Richtung. Hier ist aber auch eine Tür. Nicht. Okay. Also gut, gehen wir mal nach da vorne. Sieht jetzt auch nicht mehr nach Ratten aus hier. Ja. Aber wir sind immer noch nicht ganz draußen, so wie sich das anfühlt. Nee. Oh oh. So, jetzt könnten wir Ratten gebrauchen. Bin ich auch gespannt. Beatrice, ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula.
und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Oh, Ratten. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Ja, wie das denn? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dron zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Tötet sie! Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mami, liebe Wohlklage. Tu dir nicht weh! Ja. Habe ich ihn getötet? Nein, nein. Angriff! Tötet sie! Mama, was soll ich tun? Ich sag's! Pass auf! Gott, wo kommen die jetzt alle her? Wo kommen die? Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns! Wach! Mit euch beginnt die Beschwörung! Die Zukunft fängt von euch an! Bogenschütze! Lass mich in Ruhe! Lass mich gehen! Hugo, hör auf meine Stimme! Du musst durchhalten! Ach, nutzlose Nacht! Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet! Was? Was? Lieber Makula, sie reagiert! Macht weiter! Hört auf, ich bin weg! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Du schreckst! Du kommst! Der Junge wird schwächer! Es geht nicht mehr. Ach, jetzt geht's wieder, aber er wird schwächer. Merkt man. Oh, was? 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 Genug! Das denn? Ja, Abgenagte liegen auch vom Lecker. Hm, so richtig Abgenagte? Sag doch was. Nicht, dass wir das nicht schon gesehen hätten, aber okay. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Tröpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel was denn mehr. Eben? Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Okay. Damit hätten wir das Kapitel auch geschafft und sind somit im nächsten Kapitel 15. Andenken. So, und da sind wir wieder bei Amicia. Amicia, sie ist wach. Ich war ja etwas ruhig, Albträume verstrickt zuletzt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Hugo. Lass mich allein. Das heißt, jetzt begeben wir uns wieder auf die Suche
Wahrscheinlich. Ein Monat später. Ach du Scheiße, ein Monat später. Komm. Hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Was zum Henker? Komm, erreiche schon den Wald des Chateau. Könntest du bitte aufgehen? Wo ist er denn? Also Feuer entzünden. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ich glaube, Roderick arbeitet im Innenhof. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Moment, was? Schon wieder zu? Ich sag's dir, das ist die Kälte. Die ist fast schlimmer als Rost. Okay. Roderick arbeitet im Innenhof, haben wir gesagt. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Das hier ist der Innenhof, wenn ich mich recht erinnere. Wo ist denn der Roderick? Sicherlich darunter. Aber da gibt's noch was. Eine Werkbank. Guck mal, können wir was machen? Nee, wir können überhaupt nichts machen. Es ist auch noch nicht alles voll aufgelevelt. Nur das, also mir fehlt ja eigentlich nur das und das. Alles andere ist voll, ne? Wenn ich das sehe. Wenn ich das richtig sehe. Also nicht mehr viel. Auf jeden Fall. Ja. So viele Äpfel hatten wir noch nie. Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Ah, vielleicht geht's ja hier lang. Jetzt schauen wir mal. Ja, auch nicht wirklich. Okay. Oh, aber da gibt's was. Moment. Roderick konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Da ist doch was. Oder nicht? Nee. Das waren nur Schneeflocken. Nun gut. Dann gehen wir halt doch mal hier nach unten. Wo haben wir es jetzt? Da. Ah, da liegt auch was. Stoff. Noch was. Schön. Geht jetzt was? Nö. Wer hätte das gedacht? Und ich will hier bleiben. Wirklich? Und was wenn? Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh. Hallo. Hallo, Amicia. Ihr habt euch nicht gestritten, ich tut weiß. Tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hör zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist. Deswegen. Ich sehe nach Lukas. Der Ärmste hat ein Problem mit seiner Truhe. Aha. Wann immer du willst, Amicia. So. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit dem hier an. Ja, genau. Okay. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Ja, der Roderick hat da drüben auch so seine Problemchen, glaube ich. Ich frage mich jetzt gerade. Okay. Also sie sagen mir schon, in welche Konstellation sie das haben wollen. Soll ich das dann anzünden? Ah, jetzt macht er. Okay. Du magst das Ignifer, oder? Ich habe eine Schwäche für Feuer. Tja, wenn du das sagst. Das hier runter, ja. So, mir reicht's. Alles in Ordnung, Roderick? Ja, alles gut. Super, ne? Ich krieg das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst. Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Roderick-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Probiert's mal aus. Schon dabei. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Welches? Soweit bist. Welches?
Das hier? Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Und, hast du irgendwelche Wunder vollbracht? Abwarten und Tee trinken. Gut, ich gehe dann mal baden. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Ging das nicht mal schneller, als wir hier angekommen sind? Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier. So. Das hier wahrscheinlich auch noch. Ne, hier geht nichts. Okay. Da drüben. Was? Warum geht das nicht? Jetzt. Noch irgendwo was zum Anzünden? Da vorne? Ah, ist aber glaube ich... Ich habe keins mehr. Ach du Scheiße. Moment. Irgendwie machen wir halt welches. So. Noch mehr? So, irgendwie... So, das noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche wir jetzt noch hier bewegen müssen und wohin. Aber ich nehme an, dass da drüben soll jetzt noch nach hier. Nee, da müsste ich das ja hier machen. Nee, das ist nicht der Sinn der Sache. Ist das alles? Ich glaube nicht, ne? Der steht auch noch da oben, der Kerl. Also ich vermute mal, ich habe noch irgendwas vergessen. Aber ich weiß es nicht genau. Jetzt warten wir mal ab. Hier können wir da auch irgendwie, oder konnte? Jetzt nicht, okay, dann vielleicht woanders hoch. Und sind wir nicht von hier gekommen? Nee. Geht auch nicht hoch. Was ist denn jetzt los? Was muss ich jetzt tun? Vielleicht muss ich doch noch mal hoch. Tja, muss ich wohl mal mit dir reden. Das geht ja so nicht. Lass mal reden. Idiot. Natürlich nicht. Ja gut, So. Und da ist ja was. Naja, wenn es nur Steinchen sind, kann man alles brauchen. Im Ernst, hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz. Der Weg scheint aber schon mal richtig zu sein. Hier liegen auch schöne Sachen rum. Ehrlich, das war unglaublich. Überall. Frag Amicia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Gut, ich bin fertig. Gut. Stimmt was nicht? Oh. Ui, 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 ui. Verdammt. Die haben es ja richtig drauf. Was? Nee, oder? Das geht ja nicht. Viel zu viele. Arthur! Amicia! Ich konnte den Graben überlaufen, das ist noch nie passiert. Ich fühle mich jetzt ein bisschen verarscht. Ich hab noch nie so viele gesehen. Die Leiter im roten Bereich, wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutzt dein Feuerbecken, ich bahne dir auf meiner Seite einen Weg. Eieiei, jetzt müssen wir nur noch Feuerchen hin und her bewegen, oder was ist der Rest des Kapitels? Schauen wir mal. Vielleicht geht's ja wieder an, vielleicht würden dadurch auch welche verscheucht. Die Frage ist aber, machen die das...
Sie formieren sich neu. Sie wollen die Feuer löschen. Scheiße. Ja. Ich kann nichts mehr tun. Ich schaffe das. Das ist nicht das erste Mal. Okay, jetzt muss ich ja offensichtlich wieder ein kleines bisschen rumgurken. Muss ich es doch wieder zurückschieben, so wie ich das sehe. Jetzt probieren wir mal, das da hinten noch zu entzünden. Wenn ich hinten... Ja, da komme ich hin, ja. Dann würde das ja theoretisch auch wieder angehen. Ich hoffe nur, dass ich den Ignifer jetzt nicht hier irgendwas in die Atmosphäre schleudere. Dass sie mir das gleich wieder ausmachen. Aber sie scheinen jetzt mal wieder davon abzulassen. Okidoki. Also jetzt wieder zurück. Finde ich jetzt nicht witzig, muss ich sagen. Jetzt muss man im Prinzip wieder das machen, was man getan hat, als man herkam. Oh, guck mal. Nur halt ein bisschen andere Konstellation, aber... Hätte ich mir jetzt gern gespart. Sie haben die Leiter zerstört. Ich muss zu dir auf den Ball. Was? Was? Leiter! Leiter! Hilfe! Heilige Scheiße! Hast du nicht gesagt, dieser Ort wäre sicher? Das fahr er auf! Wo muss ich? Nicht gut, gar nicht gut. Ich muss zur Leiter im roten Bereich, sonst sterbe ich hier. Wo ist ein roter Bereich? Ein Feuerbecken drüber. Versuch es zu erreichen. Gut, ich zähle auf dich. Ich hab da auch noch dieses Dingsbums-Zeug da. Aber geht nicht grad. Eieieiei. Okay. Ich soll in Deckung gehen? Ja, wo? Aha. Ja, ja. Okay. Läuft. Feuerbecken rüber. Versuch es zu erreichen. Okay. Gut, ich zähle auf dich. Jetzt eigentlich schon wieder die Videolänge erreicht, aber ich muss ja jetzt irgendwie hier weg. Ja, da geht's nicht. Was war denn nochmal das Zeug, was ich den hier hinschmeißen kann? Was habe ich denn nochmal da zuletzt die ganze Zeit auf die geschmissen? Was war denn das? Versuch es zu erreichen! Gut, ich zähle auf dich! Okay. Okay. Das ist ja unwitzig. Versuch es zu erreichen. Ja. Ich zähle auf dich. Ah, ist ja ein Stein. Na klar, kann er nicht. Alles schon schöner gesehen. Ich kann das Zeug jetzt aber auch gerade nicht mehr bauen. Ach, darüber. Amicia, geh zum brennenden Feuerbecken. Vielleicht meint ihr ja das die ganze Zeit. Habe ich mich in die falsche Richtung orientiert. So. Gut so. Habe ich das richtig gemacht? Ah, was hat der bis eben noch gebrannt? So. Oh, ein bisschen schwer sich zu orientieren hier. Ja? Na, wenigstens kann ich sowas hier bauen.
Genau das brauche ich nämlich. Und noch ein Schlag Ignifer jetzt hier. Zack, 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 zack. Sehr schön. Jetzt kann ich auch nicht mehr. Sehr gut, ja. Finde ich auch klasse. Komm schon, du hast schon Schlimmeres überstanden. Ja, so, an sowas kann ich mich doch erinnern. Jetzt funktioniert das auch. Ich bewege das andere zu dir. Beeil dich! Amicia, noch mehr Angstfarbe! Noch mehr? Wo? Welche Richtung? Ja, du bist einer, ey. Alter, Alter, eine riesen Hilfe. Meine Fresse. Jetzt reicht's aber so langsam, ich hab keinen Bock mehr. Wohin? Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Naja, eins nach dem anderen. Echt, meinst du? Na, ich komm noch nicht zur Leiter, du Hugo. Ach nee, Hugo ist der andere. Kann ich das bauen? Nö, kann ich nicht. Ja, dann kann ich die vielleicht. Ja, jetzt mach schon! Ach du heilige Scheiße! Also, sie machen es jetzt auf die letzten zwei, vielleicht drei Kapitel, ich weiß es nicht. Machen sie es jetzt nochmal richtig schwer. Ja. Also so schwer, wie es jetzt nur noch sein kann, machen sie es jetzt zum Schluss. Ich muss jetzt aber das Video an der Stelle tatsächlich beenden, sonst wird das ja ewig lang. Ich bin jetzt, glaube ich, schon bei über 40 Minuten so langsam, das wird sonst zu lang. Aber ich werde einiges wegschneiden. Ja, es wird an exakt dieser Stelle im nächsten Video weitergehen. Dann hoffen wir einfach, dass das hier sich dann mal aufklärt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz der einigen Tode jetzt wieder. Vielleicht fandet ihr aber auch lustig, das weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar. Wie gesagt, nochmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.